Ja, man kann schon sagen, das hier ist der Transferhammer der dritten Liga. Marco Hartmann verlässt den HFC in Richtung Dynamo Dresden. Das ist große Scheiße, sagt Halle-Trainer Sven Köhler auf einer Pressekonferenz diese Woche. Und was sagt nun Dynamo Dresden? Florian Weichert hat heute beim Sportdirektor nachgefragt. Passt in unsere Rahmenbedingungen sehr gut rein. Er hat sich in Halle relativ gut entwickelt, hat da 2 Jahre jetzt am Stück durchgespielt und bringt eine gewisse Physis mit, die uns, glaube ich, auch ein bisschen fehlt. Heute also Spiel 1 nach der Bekanntgabe. Das ist immer was Besonderes, weil man als Spieler den Eindruck hat, dass alle Augenpaare im Stadion auf einen gerichtet sind. Jede Bewegung, jeder Ballkontakt wird da ganz genau registriert. Da brauchst du ordentlich Nervenstärke. Ob Marco Hartmann die hat, auch wir, naja, haben genau hingeschaut. In Persona von Henrik Backus, der ist Ihr Reporter beim Spiel HFC in Bielefeld. Nur noch 4-mal werden wir dieses Bild sehen. Marco Hartmann im Trikot des HFC. Äußerlich ist ihm erstmal nichts anzumerken. Es geht um Punkte für den Klassenerhalt. Keine Zeit für Wehmut. Halle mit der erwarteten Aufstellung. Benesch für den gesperrten Ziebig als linker Verteidiger. Eismann kehrt zurück auf rechts. Ansonsten alles wie zuletzt beim unglücklichen 1:2 gegen den VfL Osnabrück. Nico Kanitz also wieder im rechten Mittelfeld. Furuholm als einzige Spitze. Sein Pendant auf Bielefelder Seite, Fabian Klos, allerdings muss rot gesperrt draußen bleiben. Arminia ohne ihren 20 Tore Topstürmer. Die Anfangsphase, die Gastgeber, der Tabellendritte, der Aufstiegskandidat von rechts nach links in blau-schwarz. Erste Szene, aber die gehört dem HFC. Versuch da einer Kopfballverlage, war gar nicht schlecht gedacht. Dann Dennis Mast, aber da ist die Hand im Spiel, Freistoß, klare Sache. Unklar allerdings, ob auch Dennis Mast den HFC verlassen wird. Wir sind immer noch in den ersten Minuten und der HFC versucht das Spiel in die Hälfte der Arminia zu verlagern. Mast da eben ein bisschen lässig mit der Hacke und dann geht es plötzlich ganz schnell. Apia mit viel Platz und dem Auge für Testro. Testro und der passt 1:0. 5. Spielminute. Der HFC wird klassisch ausgekontert. Pascal Testro, der Ersatz für Fabian Klos, macht das richtig gut. Die Viererkette des HFC allerdings auch desorientiert. So viel Platz sollte es bei der Ballannahme nicht geben. Saisontreffer Nummer 5 für den ehemaligen Bremer und vor allem Eismann und Coyola mit Mängeln im Stellungsspiel. Und so erlebt die Bielefelder Bank das Ganze. Der mit den Locken, das ist Trainer Stefan Krämer. In der Folgezeit beruhigt sich das Ganze erstmal. Dann dieser Freistoß für die Arminia. Christian Müller, der guckt genau, wo sind meine Jungs postiert. Johannes Rahn kommt da fast noch an den Ball. Und erst gleich in der Wiederholung wird deutlich, das hätte richtig gefährlich werden können. Knappe halbe Stunde bereits vorbei. Der HFC durchaus bemüht mitzuspielen, aber zum Abschluss kommen sie bisher nicht. Dennis Mast versucht es alleine. Ein Schlenker zu viel. Auch der Versuch wird abgeblockt. Die Arminia, die guckt sich das erstmal an, um dann Konter zu setzen. Wie hier. Über Patrick Schönfeld. Immer noch Schönfeld gegen Sören Eismann. Ein Foul, ein Pfiff, Elfmeter. Mike Wagefeld natürlich hochgradig erregt, aber Schiedsrichter Dr. Kunzmann ist sich sicher und das zu Recht. Sören Eismann stellt gegen Schönfeld das Bein rein. Nicht der erste Strafstoß, den der Hallenser in dieser Saison verursacht. Geschickt geht anders. 30. Minute und die Chance für Thomas Hübener, hier schon früh die Weichen für seine Mannschaft zu stellen. Hübener gegen Horvath. Und der pariert den Ball. Nochmal die Chance für die Arminia. Hartmann schließlich befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Fantastisch die Reaktion vom Oldie im Tor des HFC. Auch er nur noch 4-mal zu sehen für seine Mannschaft. Der Pfosten ist auch noch so ein bisschen auf Seiten der Hallenser. Sehen wir gleich nochmal. Fantastisch die Reaktion von Horvath. Und dann wirft er sich da in den Ball.
Und Marco Hartmann klärt kompromisslos. Wo bleiben die Torchancen für Halle? Dennis Mast mit dem weiten Ball auf Timo Fuholm. Der aber kriegt keine Kontrolle und ärgert sich. Chance vertan. Der Finne, der kann das eigentlich besser. Wenn er den Ball hier richtig mitnimmt mit der Brust, dann kann da was draus entstehen. Aber immerhin mal so etwas wie Gefahr vor dem Bielefelder Tor. Der HFC zuletzt mit 5 sieglosen Spielen in Folge wird mutiger. Hartmann, Fuholm, wieder Hartmann, Nico Karnitz. Das war sie, die große Gelegenheit zum Ausgleich. Und auch ein bisschen unfreiwillige Komik ist hier dabei. Hartmann, Fuholm, wieder Hartmann. Das ein oder andere Luftloch, das wird hier geschlagen. Und Karnitz, der hat eigentlich die beste Schussposition. Und entscheidet sich für die Variante mit Gewalt statt mit Übersicht. Und so ist die große Chance vertan. Kurz vor der Pause nochmal Halle. Dennis Mast ist da allein auf sich gestellt. Das löst er gut. Etwas zu hoch angesetzt der Ball. Trotzdem schöne Aktion des HFC-Talents. Gute Technik, Zug zum Tor. So weckt man eben das Interesse anderer Vereine. Sein Verbleib wird von Trainer Sven Köhler mit 50% beziffert. Danach geht's in die Pause. Aber wir gucken erst noch mal genau hin, wie Marco Hartmann den Gegentreffer erlebt hat. Da ist einer noch mit Leib und Seele dabei. Die zweite Hälfte beim HFC, jetzt Toni Lindenhahn für Karnitz. Die erste Szene aber gehört der Arminia, Darko Horvath mit vollem Risiko. Sebastian Hille, das Tor ist leer. Aber das Timing des Bielefelders, das ist eben auch nicht optimal. Darko Horvath bleibt gar nichts anderes übrig, als da mit der Faust hinzugehen. Ist dann natürlich auch eine Vorlage für Hille. Aber der kann die nicht nutzen. Auf der anderen Seite der HFC. Lebhaft ist es hier durchaus. Ziegenbein, Versuch eines Doppelpasses. Der Hallenser kommt zu Fall, Freistoß, sagt Dr. Kunzmann. Und auch hier lohnt das nähere Hinschauen. Björn Ziegenbein stolpert über die eigene Beine. Kein Gegner in der Nähe. Trotzdem gibt es Freistoß. Mike Wagefeld. Platins hat die Ecke geahnt. Wagefeld aus 11 Metern hat er letzte Woche einen verschossen. Aus 18 sieht das heute besser aus. Und ihm, dem Mike Wagefeld, wird Marco Hartmann ganz besonders fehlen als Partner auf der Doppel-6. Nächste Szene, Eckstoß HFC. Die geben hier mittlerweile den Ton an. Der Ball nochmal nach draußen zu Dennis Mast. Langer Ball für Timo Fuholm. Knappe Stunde vorbei. Der anschließende Eckstoß bleibt allerdings wirkungslos. Stefan Krämer, nur eins der letzten 24 Heimspiele wurde verloren. Aber so wirklich dominant sind sie heute nicht, die Arminien. Jetzt mal wieder ein Freistoß ab hier. Der gefällt mir am besten bei der Arminia. Horvath sehen wir gleich nochmal, auch mit der Latte im Bunde. Vielleicht wäre das Ganze auch abseits gewesen. Das Spiel weiter unterhaltsam, ohne die ganz große Klasse zu versprühen. Das ist Björn Ziegenbein, der versucht heute viel. Aber auch hier bleibt es erstmal beim Versuch. Lindenhahn und Ziegenbein optisch so ein bisschen wie Zwillinge. Und Sven Köhler, in den letzten 6 Spielen gab es nur einen Treffer seiner Mannschaft. Hier liegt momentan das Problem des HFC. Aber noch bleiben ja 20 Minuten, um die Bilanz auszubessern. Aber so nicht. Fehler in der Vorwärtsbewegung und darauf wartet die Arminia. Das ist Sebastian Hille allein auf dem Weg zum 2:0. Hille. Ohne Worte. Zu der Entlastung des jungen Mannes sei aber gesagt, im Moment des Torabschlusses springt der Ball noch leicht auf. Hier, trotzdem, so etwas sieht immer
nach Unvermögen aus. Kurz darauf ist dann Schluss für den Unglücklichen. Jerad kommt. Und für Sebastian Hille bleibt ein bisschen Trost auf der Bank. Auf der anderen Seite wieder der HFC, wieder Freistoß Mike Wagefeld. Der landet irgendwo im Halbfeld. Leisner mit dem Motto hoch und weit. So richtige Spielkontrolle ist da nicht zu erkennen. Jan Benisch auf Furuholm. Der leitet weiter für Dennis Mast. Mast 1:1, 76. Minute. Der HFC gleicht aus. Mitentscheidend das gewonnene Kopfballduell von Timo Furuholm. Sehen wir gleich nochmal. Hier und Dennis Mast, der fackelt da nicht lange. Kompromisslos und gut, sein Saisontreffer Nummer 7. Holen die Hallenser ausgerechnet beim Aufstiegskandidat den vielleicht entscheidenden letzten Punkt für den Klassenerhalt? Arminia Bielefeld ist jetzt natürlich gefordert. Der Traum vom Aufstieg, er droht hier und heute zu platzen. Das ist Glasner, der wurde kurz vorher eingewechselt. Aber das ist dann im Endeffekt auch zu umständlich. Und die Zeit, sie tickt langsam für den HFC. Glasner hat da eigentlich viel Platz, macht das Ganze dann aber viel zu umständlich. Über 10.000 Zuschauer, die Atmosphäre ist zweitligareif hier in Bielefeld. Aber das Ergebnis aus Sicht der Gastgeber nicht. Die letzten 10 Minuten, der Tabellendritte jetzt natürlich nach dem Motto alles oder nichts. Wieder Glasner. Aber diesen Ball kann er nicht wirklich kontrollieren. Durchatmen beim HFC. Mike Wagefeld, Darko Horvath, die Erfahrenen. Sie versuchen zu beruhigen, sie versuchen Tempo rauszunehmen. Das ist richtig. Denn die Zeit, die läuft nur für die Gäste. Wir sind in der Schlussphase. Noch einmal Bielefeld. Hornig, wieder die Latte, aber der Ball ist noch heiß. Kujolla, das gibt's doch nicht. Eigentor, 2:1, Arminia Bielefeld, 89. Minute. Und hier brechen jetzt natürlich alle Dämme. Und was für eine Dramatik, was für ein Drama für den HFC und vor allem für Christian Kujolla. Der Bielefelder, der lässt sich feiern, aber der weiß selber, das Tor, das gehört einem anderen. Wenn der Christian Kujolla, wenn der einfach wegbleibt, nicht mit dem Körper, mit dem Kopf zum Ball geht, dann passiert hier gar nichts. Dann kann Darko Horvath den Ball in aller Ruhe aufnehmen. So aber der erneute Rückstand eine Minute vor Schluss. Christian Kujolla, der große Unglücksrabe. Aber noch ist es nicht vorbei. Vielleicht gibt es ja noch die eine Chance für den HFC. Alle Mann sind jetzt natürlich aufgerückt. Dadurch Tag des offenen Tores. Nur Darko Horvath, der ist hinten geblieben zur Absicherung. Und das ist auch gut so. Immerhin das dritte Gegentor, das kann er verhindern. Stefan Kremer, den hält es natürlich nicht mehr. Diese drei Punkte, die wären so wichtig für seine Mannschaft im Aufstiegskampf. Nachspielzeit. Und dann ist es vorbei. Der HFC verliert einen fast sicheren Punkt. Durch ein Eigentor. Guido Sulus hat die Stimmen der Frustrierten. Hat man 6 Spiele nicht gewonnen. Kriegt man da langsam so ein bisschen Bammel, dass man vielleicht doch noch richtig ganz unten reinrutscht? Ja, wie ich eben gesagt habe, heute standen wir nicht unbedingt unter Druck. Wir konnten hier was mitnehmen und wenn man den Spielverlauf sieht, hätten wir was mitnehmen müssen. So, in den nächsten Spielen kommen Mannschaften, die vielleicht zum Teil noch hinter uns stehen. Da müssen wir jetzt gewinnen. Und das alles wegen dieser einen Szene. Ja. Ja, es war ein Eigentor. Ich weiß es nicht, es ging alles so schnell. Ich wollte den Ball klären, aber er traf mich unglücklich und ging dann ins Tor. Das ist Pech.
wirklich sehr, sehr hart. Zwei Spiele unglücklich verloren, Marco Hartmann an Dresden verloren. Für den HFC war das eine schwarze Woche. Das stimmt wirklich. Und damit schnell abhaken und wir gucken mal auf die Drittliga-Ergebnisse. In gesammelter Form drauf. Und da sehen wir also nochmal. Erfurt, Münster 1-1, Bielefeld-Halle 2-1, Stuttgarter Kickers gegen Babelsberg 2-1, Wacker Burghausen gegen Unterhaching 3-1, Osnabrück gegen Stuttgart zweite Mannschaft 2-0, Aachen verliert zu Hause gegen Heidenheim 1-2, Dortmund 2 gegen Wien Wiesbaden 1-2, Saarbrücken, Hansa Rostock 1-1, die beiden Ergebnisse vom Freitag, KSC gegen CFC 4-1 und Offenbach gegen Darmstadt 0-2. In der Tabelle sieht das wie folgt aus. Der KSC thront weiter da oben, 72-70. Preußen Münster lässt ein bisschen federn. Damit ist Osnabrück so ein bisschen wieder mit im Spiel. Gemeinsam mit Heidenheim, Chemnitz sozusagen die beste Mannschaft vom Rest mit 51 Punkten in der zweiten Hälfte der Tabelle. Gucken wir uns dann mal an und sehen. Zum Beispiel Hansa Rostock auf 12, 1 dahinter, jetzt mit der magischen 40 dahinter Erfurt und Halle noch ein Punkt bis zur 40. Mit 6 Punkten ist das schon ordentlich der Abstand in Richtung Babelsberg.